Hallo Leute, hier ist eure Licia und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Mittwochs-Update vom 22.06.2016. Heute schon der 23.06. Und wie ihr sehen könnt, der Himmel ist orange, die Sonne geht in Star Stable unter, aber ich hatte keine Chance vorher aufzunehmen. Ich habe es heute nicht geschafft, wir haben jetzt 22.03 Uhr. Ich habe es nicht früher geschafft, tut mir wirklich leid, aber irgendwie... Heute die Projekte waren alle so ein bisschen, die so lange gebraucht haben zum Rendern. Und dann habe ich mich mit meiner Waschmaschine rumgeärgert und habe gedacht, die ist kaputt. Aber Gott sei Dank ist sie es anscheinend doch nicht. Das wäre jetzt wieder so ein Obergau. Und wir machen jetzt bei Steve weiter. Wer die gestrigen Folgen verpasst hat, oder je nachdem, wann ihr das Video jetzt schaut, der kann oben rechts auf das E klicken. Da findet ihr Part 1 und Part 2. Ich habe das nämlich in zwei Parts gesplittet, weil das so lange war und es wären über 35 Minuten gewesen und wer hat mal eben 35 Minuten Zeit? Wenn ich solche Videos schaue, dann plane ich das vorher und deswegen habe ich sie ein bisschen gecuttet, damit es besser für euch geht. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Übrigens, ich sitze auf Night Shadow. Das ist mein Fjord-Pferdchen und das hat sich nämlich gestern jemand gewünscht, dass ich mal wieder meinen Fjord reiten soll. Habe ich auch vermerkt, ja, wie ihr seht, reite ich ihn jetzt. Und es wurde sich noch ein Pferd gewünscht. Ich mache sowas nur, wenn ich gerade Lust darauf habe und ich gerade irgendwie das passend finde oder so. Und ich hatte irgendwie Lust auf Night Shadow. So, ja. Gut, übrigens kann ich gleich noch was zum Kranz erzählen. Da fange ich jetzt schon an zu weinen. Aber erstmal Steve. Ein Mittsommernachtstraum. Hallo Licia. Gut geträumt. Du musst mir keine Details geben. Das ist immerhin dein ganz privates Geheimnis. Ach, du willst mir davon erzählen? Murmel, murmel, murmel. Für die Folgen gestern nicht geguckt haben, oder halt Part 1 oder 2, es geht halt darum, dass wir gestern Blumen gepflückt haben, die unter das Kopfkissen gelegt haben und dann soll man angeblich von seiner großen Liebe träumen und anscheinend haben wir von jemandem geträumt, ich weiß selber nicht von wem, aber gut. Spannend, ich werde es niemandem verraten. Viel Glück mit deiner zukünftigen Liebe, das wird schon. Ihr seid perfekt füreinander. Wer willst du das wissen? Ich weiß es selber nicht, wer das ist. Ja. So, danke für deine Hilfe, Licia. Ich erkläre das diesjährige Mittsommerfest für eröffnet. Danke, Licia. Bitteschön, ja, ich krieg noch einen Kranz. Vergiss nicht, den Festplatz zu besuchen, wenn du dich entspannen und Freunde treffen willst. Ein frohes Mittsommerfest für dich. Okay. Ja, ich habe noch einen Kranz, ich hab einen anderen Kranz, yeah. Falls ihr das auch nicht mitbekommen habt, ich habe das Mittsommerfest jetzt nicht zum dritten Mal gemacht. Zum dritten Mal. Ja, man mag es nicht glauben. Und ich habe letztes Jahr zweimal den Kranz von vor... Also nee, ich hatte... Zum ersten Mal habe ich das Mittsommerfest vor 2 Jahren gemacht. Da habe ich diesen Kranz hier auf den Kopf bekommen für den Reiter. Und den habe ich dann tatsächlich auch letztes Jahr bekommen, obwohl es einen mit weiß-rosa gab. Einen sehr hellen Rosa. Und gestern habe ich mich mega gefreut, weil ich gedacht habe, ja, ich habe den Kranz vom letzten Jahr bekommen. Und jetzt musste ich feststellen, weil ihr mir das geschrieben habt, das ist der Kranz von diesem Jahr. Also vom dritten Jahr. Denn, ja, man kriegt den gar nicht vom letzten Jahr anscheinend. Und letztes Jahr war mein Account irgendwie verbuggt und deswegen habe ich den nicht bekommen. Und es ist nicht der von... letztem Jahr, sondern von diesem Jahr und jetzt bin ich so ein bisschen traurig, weil ich den niemals haben werde vom letzten Jahr und immerhin ist mein Account jetzt nicht mehr verbuggt. Ich habe ihn zum Glück von diesem Jahr immerhin und ich kriege ihn nicht wieder von vor 3 Jahren. Da wäre ich ziemlich sauer geworden, ne? Und ihr habt mir das schon geschrieben, dass Felix gar keine Quests für uns hat, aber eigentlich müsste er für uns Quests haben, die wir immer machen können, damit wir neue Outfits bekommen. Ihr habt mir das schon geschrieben, dass das gar nicht geht. Aber ich wollte jetzt halt noch nichts sagen, bis ich das nicht selber sehe. Und jetzt sehe ich es selber. Ich google mal ganz kurz. Kleinen Moment. So, okay. Also ich habe jetzt nochmal gegoogelt. Und hallo Victoria. Und hallo Sandy. Ich habe jetzt noch mal extra gegoogelt. Ich habe es hier gerade auf meinem Handy. Und zwar steht hier in den News, Steve ist schon ganz Mittsommer verrückt und hat eine Menge an Vorbereitungen dafür zu treffen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Reitet rüber zu Steves Farm, um zu sehen, wie ihr ihm helfen könnt. Das haben wir jetzt getan, ja?
Und dann steht da nämlich noch Midsommar-Wahnsinn in ganz Jorvik. Die Belohnungen der diesjährigen Midsommar-Quests sind brandneu. Das solltet ihr nicht verpassen. Das ist ja, man könnte ja sagen, okay, das sind die zwei Grenzen, die wir geschenkt bekommen haben. Aber dann steht da noch geschrieben, die Midsommar-Quest-Belohnungen werden zufällig vergeben, sodass ihr ein Item unter Umständen mehr als einmal bekommt. Ihr müsst Star Rider sein, um an diesem Midsommar-Quest teilnehmen zu können. So, da reden die nämlich von Midsommar-Quest-Belohnungen, die man doppelt bekommen kann. Und dann geht es hier eindeutig nicht um die Grenze. Und durch die letzten Jahre weiß ich ganz genau, dass es bei Felix immer Quest gab, wo man etwas suchen musste. Und als Gegenleistung hat man dann von Felix nämlich Schleifen bekommen, Oberteile oder manchmal auch Futter. Ja. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, irgendwie haben die das von Star Stable anscheinend verbockt mit den Quests. Entweder den fällt das jetzt noch auf und die ja, machen morgen noch mal kurz die Server down, weiß ich nicht. Oder vielleicht machen sie es erst nächste Woche und verlängern das Event dadurch. Aber definitiv fehlen hier diese Quests, die bei Felix gemacht werden können, um diese andere Questbelohnung zu erhalten. Weil das fehlt und es steht ja im Text geschrieben, dass man die doppelt bekommen kann. Und wir haben ja nur einen Kranz fürs Pferd und einen Kranz für einen Reiter bekommen. Und wir haben ja nicht zwei oder drei Kränze für einen Reiter bekommen. Ne? Also hier stimmt definitiv etwas nicht in Star Stable. Hier ist eindeutig ein Fehler beim Patchen reingekommen. Ich würde euch gerne mehr Informationen geben. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar, dass ihr mir das schon gesagt habt, dass es keine Quest gibt. Es tut mir dann leid, dass ich gesagt habe in Part 1 und 2, dass es Quest gibt. Aber damit konnte ich ja nicht rechnen, dass sie es nicht reingepatcht haben, wenn sie es selbst in die News reingeschrieben haben. Und das sind die News vom 23. Juni, ja. Dass es verschiedene Questbelohnungen gibt, die man eventuell doppelt kriegt. Es liegt jetzt nicht an mir, an meinem Wissen, sondern es liegt tatsächlich an Star Stable. Wir haben den Beweis, ja, ja. Ihr könnt nochmal in den Star Stable News nachlesen. Aber am 23.06. steht das da so. Na gut, okay. Falls diese Quests doch noch mit reingepatcht werden oder diese Suche, dann werde ich versuchen, darüber ein Video zu machen. Ne? Ich wollte eventuell am Wochenende zu meiner Mutter fahren. Ich hoffe, dass ich das dann vorher mitkriege. Und ja, wenn nicht, mein Gott, ihr werdet das schon mitkriegen. Da bin ich mir sicher. Ne? Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt nur den Kranz bekommen haben und feststellen konnten, dass Star Stable einen Fehler beim Update gemacht hat. Mal wieder, ist ja nichts Neues. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch morgen ein schönes Wochenende. Geht mir bei der Hitze nicht ein. Das habe ich zwar schon in den anderen Videos gesagt, die ich rausgebracht habe. Aber ne, geht mir nicht ein. Ich möchte euch alle gerne wieder in den Kommentaren lesen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, eure Alicia.